Hallo, ich bin Frank Schaff und ich bin Synchronschauspieler, Synchronregisseur und Dialogbuchautor. Luton starb eine gute Stunde später. So genau wie bei Fraser können wir es diesmal nicht bestimmen. Aber ein Gast des Hotels, der um etwa 1.30 Uhr nachts mit einer Droschke vorfuhr, hat die Leiche entdeckt. Und ein Zimmermädchen hat später ausgesagt, sie hätte einen dumpfen Krach vernommen. Und zwar etwa kurz vor eins. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich bin als Kind zum Synchron gekommen. Also ich habe angefangen damals beim SFB, beim Hörfunk. Da gab es in der Zeitung irgendwie so einen Artikel, SFB sucht Hörfunkkinder. Und ich fand Hörspiel immer toll. Und meine Oma hat das damals gefunden. Und habe ich mich dann beworben. Also das heißt, bin da hingegangen zum Probesprechen. Und die haben mich auch genommen. Und dann habe ich da ganz viele Sachen so gemacht. Hörspiele und Kinderradio und so. Und dann bin ich über einen Freund der Familie zum Synchron, der sagte, was, und du machst sowas? Hast du Mikrofonerfahrung? Wir suchen immer Kinder beim Synchron. Ja, so war das. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, meine erste Rolle beim Synchron war tatsächlich gleich eine Hauptrolle. Gab es ein Probesprechen und das habe ich dann bekommen. Und es war, es war hart. Wie alt Also ich habe beim SFB angefangen, da war ich 10 und beim Synchron halt, weiß ich nicht, ein Jahr später oder so. Und der Regisseur damals, der war sehr fordernd und es war echt hart. Aber es war irgendwie cool und ja, dann bin ich dabei geblieben. Wie wurdest du die Stimme von Ethan Hawke? Weiß nicht, also das lässt sich ja im Nachhinein immer nicht nachvollziehen, weil ich da vermutlich ganz gut draufgepasst habe. Ist auch ganz lustig, wenn du jemanden so lange sprichst und so mit dem zusammen alt wirst sozusagen. Das ist schon cool, wenn man so die alten Sachen dann sieht und auch sich synchronisiert anguckt und dann, wie der jetzt aussieht und wie ich jetzt klinge, das ist schon witzig. Kannst du sein Spiel beschreiben? Na, der ist schon sehr unkonventionell. Der macht ja auch nur so, also macht nicht so Blockbuster-Geschichten, sondern auch viele sehr kritische Filme. Ich glaube, der sucht sich das alles genau aus und der spielt irre natürlich, also es ist jedes Mal ein bisschen anders, aber es ist nie so, dass er jetzt eine Riesenwelle schiebt oder so, sondern es ist auch immer so ein bisschen improvisiert und ein bisschen verplant und ein bisschen zerknautscht und so, aber ja, es ist jedes Mal was anderes und ich spreche den sehr gerne. Hast du einen Lieblingsfilm mit Ethan Hawke? Naja, geil war natürlich letztendlich diese Dreiergeschichte da, Before Sunset, Before Sunrise und Before Midnight. War das die Reihenfolge, wo der halt dieses Mädchen kennenlernt in Wien und die laufen durch Wien und haben da eine Beziehung und quatschen die ganze Zeit. Die haben auch beide da mitgeschrieben und also sehr viel Autobiografisches eingebracht und es wird eigentlich nur geredet, aber trotzdem kann man sich das gut angucken und das ist schon toll zu sehen, weil das eine eben mit 20, das zweite mit 30 und das dritte mit 45 oder so gemacht worden ist und also schon deshalb finde ich es eigentlich ziemlich cool. Oder auch Boyhood zum Beispiel, dieser Richard Linklater, der hat das als Projekt gemacht über, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre, immer wieder mal ein paar Tage gedreht und man sieht also eben diesen Jungen, der die Hauptfigur ist, wie der eben vom kleinen Jungen zum jungen Erwachsenen heranwächst und so die ganzen Sachen drumherum, die Familienverhältnisse, wie die sich verändern und ist auch sehr cool, wie die Leute dann aussehen. Dann ist mal wieder bei ihm Bart dran, Bart ab. Bei ihr irgendwie, dann ist er mal ein bisschen dicker, dann ist er ein bisschen dünner. Frisur, Haare lang, Haare kurz und so. Ist schon echt sehr cool. Also das ist so sehenswert zumindest einfach als von der Idee her. Welcher deiner Sprecher und deiner Feststimmen liegt dir besonders am Herzen? Ach, der liegt mir schon besonders am Herzen, muss ich sagen. Was hältst du von Joseph Fiennes Schauspiel? Joseph Fiennes hat mir eigentlich am besten gefallen in Shakespeare in Love, weil es einfach, da war der jung und frisch und Dings. Und jetzt bei seinen neueren Sachen ist es teilweise dann auch immer so sehr diabolisch und sehr getragen und so. Ja, ist halt anders, also ist schon eine ganz andere Geschichte. Seit Mitte der 80er schreibst du Dialogbücher und führst Regie. Wie ist dein Arbeitsprozess beim Übersetzen der Dialoge? Also im Regelfall ist es so, es wird eine Übersetzung gefertigt. Also wird immer Rohübersetzung gesagt, aber so roh sollte die nicht sein. Also da gibt es auch sehr, sehr große qualitative Unterschiede.
Eine gute Übersetzung macht aus, dass sie eben vernünftig recherchiert ist, wenn irgendwelche Fachbegriffe auftauchen, meinetwegen jetzt aus dem Sport oder Wissenschaft oder irgendwas, womit sich dieser Film halt befasst, dass das vernünftig recherchiert ist. So, und damit setzt man sich dann hin als Synchronbuchautor, hat das Bild da und fängt dann jetzt an, eben das auf die Mundbewegungen so rauf zu formulieren, dass das passt. Und man muss natürlich auf bestimmte Sachen achten. Man muss vom Technischen erstmal darauf achten, dass der Sprachrhythmus stimmt, dass also die betonten Sachen, dass da eben auch betonte Wörter drauf liegen im Deutschen, dass also die Körpersprache stimmt. Denn wenn das stimmt, dann hat man schon mal ein richtiges Gerüst und der Sprecher kann sich an was festhalten, ist orientiert. Dann versucht man natürlich die Mundbewegungen gut hinzukriegen, wo dann immer gesagt wird, ja, und es ist wichtiger, dass es gut klingt, als dass es gut aussieht. Stimmt, aber wenn man lange genug überlegt, kriegt man auch hin, dass beides zusammenläuft, in den allermeisten Fällen zumindest. Muss man sich halt anstrengen. Ja, dann ist natürlich wichtig Pausen, dass Pausen motiviert sind, dass man nicht so dieses typische guten Abend hat, so diese dämlichen Synchronpausen an Stellen, wo kein Mensch die in Wirklichkeit machen würde. Das sind so die technischen Sachen, also Mundbewegungen, Labiale, also Mundschlüsse, die Vokale so A, U, dass solche Sachen halt stimmen. Und dann kommt der andere Aspekt, eben die Figur zu treffen, dass eben jede Figur eine Sprachebene hat, die ihr entspricht, dass eben der Philosophieprofessor eine andere Sprache benutzt natürlich als meinetwegen der Bauarbeiter oder so, dass das halt gut funktioniert, dass der zeitliche Kontext stimmt. Also ein Film, der 1850 spielt, ist eben anders zu texten als einer, der 1995 oder so spielt. Ja, und wenn man das alles so zusammenfügt und es läuft alles gut, dann kommt ein vernünftiger Text bei raus. Ist es so, dass du nur Texte gemacht hast, wo du später selber auch die Regie gemacht hast? Oder hast du auch Texte gemacht, die jemand anders ist damit inzwischen? Ich habe ganz zu Anfang, als ich angefangen habe mit den Texten, so mit 20 oder so oder 19, da habe ich dann auch noch für andere was getextet, aber später dann nicht mehr, weil ich auch einfach so schweinelange brauche dafür. Es lohnt sich nicht für mich, für andere zu texten. Es ist immer so die. Bei der Regie? Also, und wie ist das bei der Regie? Hat man dir da auch die Texte von anderen gegeben? Ja, sagst ich... Sagst du strikt, nee, ich mache nur Regie, wenn ich die Texte... Nee, ach, um Himmels Willen, da müsste ich ja so viel texten. Nee, also ich arbeite auch gerne mit Büchern von anderen und ja, damit habe ich kein Problem. Aber umgekehrt will ich das nicht machen, weil ich einfach zu lange sitze. Ich verzettel mich dann und ich fummel dann immer an dieser 100%-Lösung, die es hoffentlich dann gibt, aber das ist alles nicht wirtschaftlich. Also insofern... Du bist als Regisseur für zahlreiche Synchronproduktionen verantwortlich. Welche hat dich besonders herausgefordert? Die größte Herausforderung, also Harry Potter war schon eine Herausforderung. Also zum einen, weil es einfach Wahnsinnsfilme sind und zum anderen, weil da eben auch viele Figuren sehr, sehr künstlich sind. Also wenn man zum Beispiel jetzt so Snape zum Beispiel sieht, der ewig viele Pausen macht und so, das ist eine Herausforderung. Wenn du einen Satz hast mit 5 Pausen und dazwischen soll es dann noch synchron sein und die Pausen sollen aber stimmen, wie ich eben schon gesagt habe, dann ist das einfach sehr, sehr schwierig. Oder Hermine, die damals so in den ersten Teilen besonders, die habe ich gehasst, so wahnsinnig doll artikuliert hat. Ich hätte sie immer nur... Da wird man dann ein bisschen verrückt. Aber das waren halt einfach tolle Filme und das war eine Herausforderung, weil es auch eine irrsinnige Menge war. Ja, es war ja riesig viel. Warst und, du da für die Besetzung mitverantwortlich? Ja, also man ist als Regisseur für die Besetzung immer mitverantwortlich. Letztendlich die Entscheidungsbefugnis hat dann der Verleih. Aber natürlich bist du mit dabei. Also es wird ja immer bei solchen großen Produktionen dann ein Probesprechen gemacht auf die ganzen Rollen. Also wenn es keine Feststimmen gibt, dann werden eben Probesprechen gemacht. Und da ist man ja schon auch mit dabei auszusuchen, wer könnte darauf passen und so. Also insofern ist man da schon mit eingebunden, ja. Gab's noch weitere Filme, die dich herausgefordert haben? Also einer der Filme, die mich besonders herausgefordert haben, war Cloud Atlas, Wolkenatlas. Und zwar hat er mich schon beim Texten sehr herausgefordert, weil der halt durch verschiedenste Epochen geht. Der fängt halt 1700 ungerade an und endet 2300.
Und da hast du natürlich ganz viele verschiedene Sprachen, ja, also so diese Plantagenbesitzer eben da im 18. Jahrhundert und dann teilweise in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts und so, wo du immer wieder verschiedene Sprachstile finden musst für alle, also nicht nur für einzelne Figuren. Und dann letztendlich dann 2300, wo es dann eine Weiterentwicklung der jetzigen Sprache ist, also stark rudimentär, gar keine kompletten Sätze mehr und so. Also das war schon auf jeden Fall zum Texten eine große Herausforderung. Wenn man das dann hat, also das dann praktisch als Regisseur zu betreuen, ist dann nicht so wahnsinnig schwierig. Also hat sich nicht so abgehoben von dem anderen. Abgesehen davon, dass wir dann, der Tom Tückfer ist da stark involviert gewesen, hat auch sich alles immer angesehen und Wünsche geäußert und gesagt, ja, und das stellt er sich anders vor und hier müssten wir noch mal ran und so. Also insofern war das schon mal auch für die Regie halt nicht der Normalfall. Normalerweise machst du einen Film und dann wird er abgenommen und dann ist fein. So in den 90ern oder Nullern war es sehr stark, dass Supervisor eben da waren, die vom Verleih geschickt wurden und hier dann mit reingesetzt wurden in die Regie und dann eben da mit entschieden haben. Das war manchmal auch eine Herausforderung. Also wenn du dann teilweise, das, naja, egal. Also das kann dann auch schwierig sein, wenn du nicht alleine entscheiden darfst unbedingt. Und ich meine, man hat ja ungefähr im Kopf, was man will. Nicht, dass man komplett unfehlbar wäre und sich nicht auch hin und wieder mal gerne mit einem Impuls oder einer Anregung helfen lässt. Aber das war, es gab so eine Zeit, da war das völliger Wahnsinn. Zurück zu Harry Potter. Erzähl ein bisschen von der Arbeit an der Synchro zu diesen Filmen. Ja, also Harry Potter hat sich ja über Jahre gezogen. Also der erste Film war 2001. Das weiß ich deshalb noch so genau, weil als ich mir den Film in London angesehen habe, während ich da im Kino saß, die Verrückten in die Hochhäuser in New York geflogen sind. Also deshalb ist mir das natürlich immer präsent. Und dann haben wir also immer im Abstand so von einem Jahr, anderthalb Jahren immer wieder dann teilgemacht. Und das war insofern auch besonders. Ich habe ja zu der Zeit ausschließlich in Berlin gewohnt und bin dann immer für die Harry Potter Filme nach München gefahren, weil dann beim ersten Teil haben wir 6 Wochen im Studio gesessen. Das ist total irrsinnig. Und dann habe ich also immer diese Kinder heranwachsen sehen letztendlich auch, ja, die dann irgendwie 14 waren oder 12 oder so, als es losging. Und ja, 12 wahrscheinlich eher. Und die man dann so hat heranwachsen sehen, immer in Stufen. Ich habe die ja zwischendurch dann nicht gesehen, dann immer wieder ein Jahr später. Das war auch cool, wie dann plötzlich aus den ganzen einheitlich gekleideten H&M-Kindern plötzlich irgendwann so Typen wurden. Da war dann einer, der sah aus wie aus Matrix mit einem schwarzen Ledermantel und einer kam dann in Fußballklamotten. Und das war schon sehr, sehr lustig, also das so zu sehen. Und wie sich letztendlich dann auch die Probleme beim Arbeiten verlagert haben. Also ganz zu Anfang waren die Kinder ganz klar das Problem. Also mit Kindern dann eben so einen Standard zu machen, wie er für Harry Potter sein muss. So mit so 12-Jährigen, die halt unkonzentriert sind und viel Scheiße machen und auch nicht so unbedingt lange durchhalten. Und so, da war das zu Anfang sehr, sehr langsam und zäh, das Arbeiten mit den Kindern. Das hat tierisch Spaß gemacht, aber es war halt irre anstrengend. Und dann gegen Ende, so 10 Jahre später, waren es dann plötzlich die ganz alten Kollegen, mit denen es dann schwierig wurde, weil es nicht mehr so einfach war. Ne? Also schon, das war schon irgendwie sehr besonders, einfach durch die lange Zeit. Du hast 2012 für Der Lorax Regie gemacht. Danny DeVito hat sich dort selbst synchronisiert. Wie kam es dazu? Also es kam dazu, weil sich irgendjemand beim Marketing das ausgedacht hat. Mensch, coole Idee, wir lassen den jetzt für alle großen Synchronterritorien das machen. Ich glaube, der hat das auf Russisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und Deutsch gemacht, wenn ich nicht irre. Und da ist dann jeweils ein Kollege eingeflogen worden. Er ist vorher instruiert worden, hat die ganzen Texte halt umgeschrieben, also praktisch in Lautschrift oder beziehungsweise wie man das halt auf Englisch so lesen würde, vorbereitet bekommen, hatte einen Voice Coach, mit dem er gearbeitet hat. Und ich habe alle Texte vorher eingesprochen, also sämtliche Sätze, die er sagen musste, einmal in normalem Tempo und dann eben ganz langsam, damit er so sich da reinfinden kann. Ja. Wie betrachtest du es? Es war irre, der Mann ist ein Tier. Also das war schon wahnsinnig, wie diszipliniert und professionell und verbissen der da dran war. Also es gibt Kollegen, die man dann manchmal trifft, so im Synchronbereich,
die ungeduldig sind und die teilweise dann schon bei der dritten Aufnahme leicht ungehalten werden, was ich nicht verstehe, weil wenn ich da hinten sitze, um jemandem zu helfen, den Take richtig gut zu machen, damit der hinterher toll klingt, dann will ich da nicht angepuppt werden für. Also das finde ich immer sehr unprofessionell. Auch wenn, klar, man versteht, jeder hat so seine Befindlichkeiten und es gibt ungeduldigere Tage, aber es gibt eben Leute, die wollen sich nicht so wahnsinnig gerne was sagen lassen. Und bei dem war das so, der hat mich noch platt gemacht, ja. Nee, noch eine. Naja, und dann haben wir es so gemacht, nachdem er die Sachen auch ablesen musste, weil das nun auswendig zu sprechen, geht einfach nicht. Also mit aufs Bild gucken. Normalerweise in einer optimalen Welt guckt man natürlich aufs Bild, wenn man spricht. Es gibt viele, die mogeln und gucken zwischendurch runter oder lesen ganz ab. Davon halte ich nicht sehr viel. Und er konnte das natürlich nur ablesen so. Und ich hatte ja ungefähr dann im Kopf immer, wir haben den O-Ton vorher gehört, ich hatte im Kopf, okay, so und so lang muss es in etwa sein. Und wenn dann ein Satz dabei war, der gut klang, haben wir angehalten, haben das draufgelegt, geguckt, ob es passt. Wenn ja, weitergemacht. Und so lange hat er dann geschraubt an den Dingern. Also es war schon cool. Wie haben sich die Produktionsbedingungen im Synchron über die Jahre verändert? Also was sich verändert hat, ist, dass alles immer noch eiliger ist, noch schneller gemacht werden muss. Also früher war es so, da hat man dann einen Film gemacht, der meinetwegen jetzt einen amerikanischen Film, da kamen dann Kollegen und sagen, ach Mensch, cool, der Film, den habe ich vor 3 Monaten in Amerika im Kino gesehen. Das findet heute nicht mehr statt. Also die werden teilweise ja weltweit gleichzeitig gestartet. Das heißt, du bist dann mit deiner kompletten Synchronarbeit noch in deren Postproduktion drin. Das heißt, du hast dann die sogenannten P, Preliminary-Fassungen, also vorläufige Fassungen. Das heißt, da hast du dann die P1, dann kriegst du irgendwann P2. Im Animationsbereich zum Beispiel auch mit weiter animierten Bildern. Ne? Es ist ja dann immer alles ziemlich randgenäht. Und am Ende muss alles so zusammenlaufen, dass alle Länder gleichzeitig fertig sind. Das heißt, du machst deine Arbeit teilweise eben auch mehrfach. Es muss immer wieder verglichen werden. Was ist jetzt hier anders? Was hat sich da verändert? Und eben bei Filmen, wo viele Tricks sind, so, oder Animationsfilmen eben, entwickelt sich das Bild auch ganz stark weiter. Da siehst du zu Anfang dann noch irgendwie, ah, so ist es gemacht, und hinterher ist dann der Hintergrund mit animiert, wo vorher vielleicht noch ein Greenscreen war oder irgendwas anderes. Und das kriegst du natürlich dann alles mit bei solchen Sachen, die sich dann halt länger ziehen. Und teilweise ist es eben auch jetzt im Fernsehbereich so. Also durch diese ganzen Streaming-Portale hast du teilweise auch im Fernsehbereich Sachen oder in diesem Streaming-Bereich Sachen, die dann auch so am selben Tag fertig werden müssen. Also das ist schon einigermaßen verrückt. Gab's Kollegen, von denen du besonders viel lernen konntest, als man noch zusammen im Studio stand? Ja, na klar hat man von den ganzen alten Kollegen auch gelernt, aber das ist jetzt auch schon so lange her, es ist so ewig. Es fing an im Kinobereich, dass man dann nicht mehr zusammenarbeiten durfte, weil die eben dann die Möglichkeiten haben wollen, das auch anders zu schneiden natürlich. Klar, wenn jetzt 2 Leute zusammensprechen und der eine ist ein bisschen zu spät, dann kann man da nichts machen, da lässt sich im Nachhinein eben auch nichts mehr dran löten. Oder auch was die Mischung angeht, ist es natürlich viel einfacher, wenn man jede Stimme einzeln hat. Und das ging im Kinobereich so los, und mittlerweile ist es auch im Fernsehen so, dass man praktisch nicht mehr zusammenspricht, was echt schade ist. Welche Vorteile bietet das Xen? Naja, es kommt darauf an, ob man jetzt dahin geht, um Spaß zu haben oder um schnell nach Hause zu kommen. Nein, das klingt jetzt so hässlich, aber natürlich ist es vom Zeitaufwand effektiver. Also wenn du jetzt einen 2-Stunden-Termin hast, dann bist du auch 2 Stunden gefordert und nicht jetzt, sagen wir mal, 1 Stunde du und 1 Stunde der andere, wenn man nur jeden 2. Take hat. Aber ich vermisse es schon ein bisschen, muss ich sagen. Du bist mit der Synchronsprecherin Natascha Geißler verheiratet. Sprecht ihr privat viel über eure Arbeit? Man spricht natürlich schon viel über die Arbeit. Also es ist, weil es ja immer heißt, nie, und man soll auf gar keinen Fall mit Leuten von der Arbeit irgendwie was anfangen. Und ich finde das einen großen Vorteil, weil man natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung für die Arbeit des anderen hat, für das, was auch dabei rauskommt. Man weiß, wie das entstanden ist. Man kennt die Leute, mit denen sich der Partner umgibt. Und wenn der sagt, du, heute ist mir das und das passiert, dann weiß man, wovon der spricht. Dann sitzt man nicht nur höflich daneben und ach, interessant, sondern man weiß halt, worum es geht, und man kann auch sagen, du, ja, sehe ich so und so, oder es hilft schon. Dein Tipp an Nachwuchssprecher?
Naja, das spielt ja alles ineinander. Also es ist ja immer so, wenn die Leute ja, ach so, ach, Synchronsprecher und Schauspieler, die es so getrennt sehen, das darf man ja nicht getrennt sehen. Denn wenn wir nicht spielen würden da vorm Mikro, dann würde es auch nicht so klingen. Es würde dann nicht zusammenlaufen. Das ist total wichtig, dass man sich da halt, es ist schon eine sehr spezielle Sache natürlich. Man hat nicht irgendwie ein halbes Jahr Zeit, um eine Rolle zu entwickeln oder um jetzt eine Emotion oder eine Haltung zu entwickeln. Andererseits ist es natürlich auch gnädig, weil nicht die Kamera alles sieht, ja. Also es hat seine Vor- und Nachteile, aber natürlich muss man die Emotionen möglichst spüren und man muss denken, was derjenige sagt. Und es ist total wichtig. Also zum Beispiel so weinen als Beispiel. Also ja, klar, es wird ganz viel Weinen auch hergestellt, aber ich finde das immer ein bisschen schade. Also man hört das. Und wenn jemand da wirklich in seinem eigenen Rotz steht, dann ist das mal eine ganz andere Geschichte. Dann ergreift es einen. Gibt es Rollen, die dich an emotionale Grenzen gebracht haben? Nee, also an emotionale Grenzen bin ich nie gekommen. Ich versuche halt immer wirklich, mich doll reinzuversetzen und wirklich auch jeden Satz zu denken. Und ich gehöre auch zu den Leuten, die wirklich alles sich kurz vorher einprägen und nicht ablesen. Also ganz selten, wenn man mal jetzt, weiß ich nicht, ein Arzt spricht und der hat 14 Medikamente hintereinander zu sagen oder irgendwelche Sachen, da muss man dann schon mal runtergucken. Aber so in der Regel, also versuche ich mich da schon sehr reinzuhängen in das und auch wirklich dann zu heulen. Das klappt auch meistens. Manchmal funktioniert es dann auch nicht. Aber so in der Regel versuche ich mich in diesen instabilen Zustand dann auch reinzubringen. Klar, damit es einfach... Nee. Nö, dann schniefe ich noch zweimal und atme dann durch. Also es ist ja nicht so, dass mich das dann wirklich selber trifft. Also man versucht das dann irgendwie, versucht sich da reinzufinden, aber es geht ja nicht ins Mark. Also es ist schon, also es nimmt einen dann schon mit auch und man ist dann tatsächlich fragil und das ist wirklich so. Also man ist in dem Augenblick empfindsamer und empfindlicher auch. Also wenn dann, weiß ich nicht, jemand einen Spruch macht oder irgendwie blöd ist, dann fährt einem das doof ein. Also man entblößt sich in irgendwie auch ein bisschen dabei. Du hast 2001 im Musikvideo Flimmern der Band Die Goldenen Zitronen mitgespielt. Wie kam es dazu? Ja, ich habe im Flugzeug die Regisseurin, die das damals gemacht hat, kennengelernt. Und da ging es darum, aber was machst du so? Ja, ich mache das und das. Und und ich mache Videos. Und da habe ich gedacht, ach Mensch, ist ja cool. Ja, willst du nicht mal in sowas mitspielen? Ja. Und dann habe ich das gemacht. Also das war so ein Zufallsprodukt irgendwie. Das war, ja, klar, das war cool. Welche Rollen waren deine bisherigen Höhepunkte im Synchron? Ja, ich meine, da kommt ja einiges zusammen. Also so genau kann man das immer nicht sagen. Klar, fallen einem dann so Sachen ein, die in jüngerer Zeit waren. Und da gab es zum Beispiel einen Film, kommen wir wieder mal auf Ethan Hawke zurück, Born to be Blue, war ein Film, eine Biografie des Jazz-Trompeters Chet Baker, der heroinabhängig war und ein sehr bewegtes Leben hatte, schlimme Abstürze, sehr krass das alles. Und das hat der wahnsinnig toll gespielt. Und das war also wirklich super fordernd, dass so dieses Kaputte und Dings, das war schon sehr, sehr cool. Geht zu Anfang los, wie er noch so ganz jung und so der Macher und so. Und dann zwischendurch halt komplett abgestürzt. Also das war sehr, sehr fordernd, auf jeden Fall emotional auch. Wie stellt man sowas her? So einen kaputten Charakter? Naja, du kriegst ja ganz viel vom Bild. Also wenn du einen guten Schauspieler vorne hast, dann und dann ergreifen dich die Bilder auch. Also dann kannst du dich da auch reinfinden. Das ist ganz wichtig. Also wenn du jetzt irgendjemand hast, der sauschlecht ist, was ja selten vorkommt, aber dann gibt es halt manchmal so Produktionen, wo du sagst, ja, okay, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, echte Emotionen herzustellen. Also man nimmt, also oder ich nehme ganz viel ab von dem, was ich sehe. Und dann ansonsten sind es natürlich immer so Rollen, wo man mal auch was anderes macht. Es gab einmal einen Film Factory Girl, da spielt Andy Warhol eine wichtige Rolle. Da habe ich also Andy Warhol gesprochen. Das war eben auch völlig abgefahren, ja. Eben dieses völlig tuntige und affektierte und Dings. Also es sind so Sachen, also eigentlich alle Sachen, wo man mal was anderes machen kann. Und ich meine, für mich ist immer das größte Lob, wenn ich einen Film gemacht habe oder eine Synchronisation gemacht habe und jemand sagt, ja, du habe ich gesehen und ich habe dich überhaupt nicht erkannt. Das ist immer das Geilste.
finde ich. Also zum Beispiel, ein Beispiel. Ja, es gibt ja immer dann so Sachen, du fragst, welcher Film hat dich besonders gefordert? So, und dann kommst du, Born to be Blue. Kennt keine Sau. So, aber jeder kennt dann zum Beispiel Oleg. Ja, Two Broke Girls, der schweinische russische Koch mit dem Akzent. Da fahren alle total drauf ab. Und das ist ja, Oleg spricht immer so. Immer so und redet Schweinereien. Also es kommt immer sein Penis drin vor und es ist großartig. Habe ich total geliebt. Aber ist überhaupt nichts, was anspruchsvoll wäre in irgendeiner Form. Aber ich meine, es ist natürlich auch wichtig, dass solche Sachen mit Begeisterung und Spaß und Hingabe gemacht werden, sonst funktionieren sie nicht. Aber, oder zum Beispiel, meinetwegen Jarvis, der Computer von Tony Stark in Avengers, also von Iron Man. Das ist nun wirklich das absolute Megabeispiel von, wie man mit gar nicht spielen totale Begeisterungsstürme hervorrufen kann. Also der spricht eigentlich immer nur in diesem im Original eben sehr britisch klingenden in dieser Färbung spricht er halt irgendwelche Statusmeldungen wie der Anzug von Tony Stark noch, wie viel Energie der noch hat oder so noch 40%. Weißt du, und es ist so sein, es ist überhaupt nicht gespielt, aber das kennen ganz viele und da fahren die voll drauf ab und das ist immer ganz lustig. Also die Sachen, wo du dir die Seele aus dem Leib gespielt hast, kennt keiner, interessiert auch keinen, gucken sich Leute dann an. Aber so dieser Quatsch, ja, der bleibt dann an dir hängen. Also das ist schon lustig. Das hat das Two Broke Girls aus. Ja, Two Broke Girls ist wirklich das klassische Beispiel. Kathleen und Doris. Ja, aber Oleg ist auch... Oleg ist auch total geil. Also so, weiß ich nicht, was machst du? Weil gab es so eine, so der klassische Satz von Oleg, wird irgendeine Frau verschluckt sich an einem Würstchen oder weiß der Teufel und ist da am Ersticken und er kommt, ja und Oleg, um Gottes Willen, was machst du denn, wenn eine Frau am Ersticken ist? Und, ja, normalerweise, ich ziehe 3 Zentimeter zurück. Weißt du, so solche Sachen halt. Was ich mit großer Begeisterung spreche, ich liebe so einen Scheiß. Gibt es da noch mehr von diesen Sachen? Also wirst du besonders oft für solche, sag jetzt mal, verrückten oder exotischen Charaktere gebucht oder besetzt? Ach ja, also das ist ja das Tolle am Synchron, muss man jetzt auch mal sagen. Also wenn du jetzt normal was drehst, dann bist du ja als Typ relativ eingeschränkt. Also du kannst nicht alles abdecken. Und beim Synchron kannst du halt eine irrsinnige Bandbreite abdecken. Also jetzt so von Oleg bis zu irgendwelchen wirklich richtig seriösen Sachen, eben von Andy Warhol bis weiß der Teufel. Also das ist ganz cool. Dann kommen noch die ganzen Animationssachen dazu. Weiß nicht, wenn man dann... hier Urmel zum Beispiel, da habe ich geerbt sozusagen hier Wawa, den Waran. Und die Sonne geht auf und unter und zieht über mich hinweg, weißt du, so sowas halt dann. So, also da, du kannst halt ganz, ganz vieles machen beim Synchronen, das ist cool. Wie sieht ein typischer Synchrontag bei dir aus? Ein typischer Synchrontag hat, wenn es gut läuft, mehrere Termine. Also nicht immer. Ja, du fährst halt von einem Studio ins andere, guckst dann, stellst dich ein auf deine Sachen und versuchst dich halt reinzuversetzen in das und versuchst möglichst viel Spaß zu haben. Also ich zumindest, ja. Du lebst in München und in Berlin. Wie unterscheiden sich diese beiden Städte in Bezug auf Synchron? Also München ist ruhiger und langsamer getaktet als Berlin. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass der Qualitätsstandard in den beiden Städten irgendwie voneinander abweicht. Das ist für mich nicht so. Also Berlin ist hektischer. Also was ich in München zum Beispiel nicht erlebe, sind irgendwelche Leute, die ständig weg müssen. Also in Berlin ist es so, es gibt so Leute, die noch bevor die irgendwie den ersten Take gesprochen haben, haben sie dir aber schon gesagt, dass sie ganz schnell weiter müssen und noch möglichst kurz vor dem letzten Take dann die Jacke anziehen, damit sie auch ganz schnell raus sind. Und das tut mir immer sehr leid, weil ich immer sage, ich mache doch lieber eine Viertelstunde länger an dem Tag und habe dafür Lebenszeit gehabt in der Zeit, wo ich da war, als das nur irgendwie als Sprungbrett zum schnell wieder nach Hause gehen zu begreifen. Und das ist, glaube ich, in Berlin stärker ausgeprägt als in München. Also München ist einfach ruhiger, da hast du das so nicht. Also erlebe ich zumindest seltener.